Moin, mein Name ist MakeTauka, ich bin der Prinzessin unter die Let's Player und es geht weiter mit Pokémon Stadium. Ja, was machen wir denn heute so Schönes? Wir haben das letzte Mal den Pokémon Cup gemacht, wir machen heute den Premium Cup. Da gibt es Pokémon Level 100! Toll! Als Leih-Pokémon. Leih-Pokémon sind die, die man so mitnehmen kann, ohne dass man einen... Oh, guck mal, da steht Regeln. Da wollte ich mal drauf gehen. Alle Pokémon dürfen teilnehmen, da kann man sogar noch alle 151 Pokémon dürfen angemeldet werden. Das ist nicht in allen Wettkämpfen so. Es müssen 6 Pokémon angemeldet werden. Man kann sonst nur 5 nehmen. Und dann einfach OK drücken oder so. 3 Pokémon müssen pro Kampf ausgewählt werden. Es gelten keine Levelbeschränkungen. Nur ein Pokémon kann einschlafen oder einfrieren. Das ist das, was ich vorhin einmal anmerkte in der letzten Folge. Für einen perfekten Sieg gibt es ein Continue. Das letzte Pokémon darf Finale nicht einsetzen. Nur Finale? Explosion wohl? Wenn dein letztes im Kampf verbleibendes Pokémon die Attacke Finale einsetzt, hast du den Kampf verloren. Auch wenn das letzte gegnerische Pokémon von der Finale-Attacke besiegt wird, gilt der Kampf als verloren. Das interessiert mich jetzt, ob man da auch Explosion benutzen kann. Ich sollte mal einen Kampf machen, wo ich einfach nur Explosion verwende und das Pokémon damit kille. Selbst wenn mein Pokémon das letzte ist. Das will ich jetzt wissen. Das werde ich aber nicht wissen. So, wir benutzen diesmal nicht Turtok. Ich weiß, wen ich das letzte Mal hatte und ich werde das gleiche Team benutzen. Damit ich nicht wieder hier, also den nehme ich auch wieder mit, auch wenn er jetzt etwas andere Attacken kann. Dann kann zum Beispiel kein Metronom, was ich sehr, sehr schade finde an der Stelle. Aber, Kokowai kann Solarstab, Psychnese, nö, Stampfer. Wir nehmen das mit. Dann nehmen wir am besten noch Lapras wieder mal. Das kann Eisstrahl und Blubstrahl, das ist ganz cool. Ich hatte letztens, glaube ich, ich hatte Aquana mit, weil das hat einen sehr guten Spezialwert tatsächlich. In dem Spiel war es ja nochmal so, dass, wie soll ich das sagen, in dem Spiel war es so, ich habe keinen Raichu. Raichu war in dem Spiel, in dem Cup genauso gut wie beim letzten. Das hatte da ebenfalls Donner und Donnerwelle und Mega Kick, kann die gleichen Attacken, so. Ich registriere das Team einfach mal, dann werde ich es beim nächsten Mal auch weiterhin so benutzen, schätze ich mal. Ey, diese eine Strähne hier, die ist irgendwie voll out of place. Kann ich meine Haare noch mal ein bisschen dahinter? Das ist doch hier, ne? Ja. So. Jetzt habe ich das ein bisschen geordneter im Gesicht. Das sieht zwar auch ein bisschen dämlich aus, wenn ich das so sagen darf, aber ist besser, als wenn sie mir die ganze Zeit im Gesicht rumfliegen. So. Ich habe gesehen, in der letzten Folge war mein Sound ein bisschen asynchron. Also von der Kamera. Ich habe es jetzt so gemacht, ich nehme die Audiospur von meinem Mikrofon separat mit Audacity auf. Audacity. Er hat einen Karpador. Warum geht man mit einem Level 100 Karpador? Warum hat man ein Level 100 Karpador? Und warum geht man damit in eine Meisterschaft? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Wir haben Lapras. Wir haben Jimjala. Wir haben Aquana. Keine Ahnung. Ich hätte auch wahrscheinlich Glurak nehmen können. Pokémon-Turnier im Premium-Cup-Kategorie Pokéball beginnt. Los, Lapras! Komm schon. Es wird spannend. Es ist ein Fukano. Es wird geblubbt. Blub, 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 blub. Es benutzt Agilität. Es wird schneller. Wow. Blubstrahl. Ey, Lapras hat 404 KP. KP not found. Es ist schön, dass es auf dem Emulator halt jetzt. Ich kann jetzt ganz sicher sein, dass es funktioniert. Ich sollte nach jedem Cup trotzdem irgendwie so ein Safe State setzen, einfach mal, damit mir nichts verloren geht. Bums! Raupi? Pirau. Ich muss noch überlegen, wie ich die letzte Folge dann genau mache. Ob ich den Sound mir angleiche oder dem Spiel. Das ist kompliziert. Ein Volltreffer.
Dieses Raupi hat so eine gute Animation, wie er es mit diesem Teil am Kopf. So, mit diesem Teil am Kopf. Ich mach mal eben was. Ich halte mir mal ein bisschen mehr Licht im Gesicht. Ich halte mir mal ein bisschen mehr Licht ins Gesicht. Yo. Ich kann übrigens, das ist voll fancy. Wo habe ich den hingelegt? Hier oben habe ich noch zwei Stück. Ich habe hier so Kärtchen. Sie sind von meinem. Ich habe ja kein teures Licht. Ich habe ja nur so ein günstiges Licht. Und ich nehme jetzt mal eben hier diese Dinger raus. Ist noch ein bisschen heller. Und sehr unangenehm drauf zu gucken. Warte mal eben. Ich treffe das nicht. Der Trainer hat keinen Befehl erteilt. Ich kann so blaues Licht machen. Und wenn ich da jetzt noch dieses Gelbe dahin packe. Ich sogar grünes Licht machen. Von der Seite kommt natürlich noch anderes Licht, aber das ist ganz cool fürs Ambiente. Ich habe auch noch rote davon und so. Also ich habe ein paar mehr von den Teilen. Was ist das hell, Bruder? Da voll in das Licht reingeguckt und das ist voll hell. Meine Augen. Ah. Ich habe jetzt voll Bock auf Schokolade irgendwie. Ich habe mir glücklicherweise was hingelegt. Schon vorhin. Ist da mal eben dran. Ich habe von Vitus japanische Schokolade bekommen. Das ist Baskin Robbins. Das ist so mit so einem Brausepulver. Ist voll gut eigentlich. Durch das an. Sieht man das? For sale in Japan only. Das hat ja gut funktioniert. Die Packung ist voll hübsch. Die passt zu mir, die ist rosa. Ich esse die jetzt. Die ist voll gut eigentlich. Voll professionell, einfach so Schokolade essen im Video. Und nein, das Video ist nicht gesponsert. Ich mach so eine Kacke nicht. Immer noch. Oh, das riecht so lecker. Ich habe schon zwei davon aufgegessen. Das ist meine letzte Packung. Guckt euch die an, die sind voll süß. Das sind so kleine... Kleine Würfelchen. Da ist so ein Brausezeug drin. Er macht so Fissgeräusche. Voll lecker. Er hatte noch mehr Süßigkeiten. Die habe ich auch noch. Aber, voll gut. Und mein Geschmackstest hat es bestanden. Die Dars-Schokolade nicht unbedingt. Dars-Schokolade hatte ich auch noch. Und so ein paar andere Sachen. Wir verwenden an der Stelle jetzt, wen nehmen wir denn? Raichu. Raichu ist da. Ich habe Simsa da gedrückt gerade. Und natürlich wieder voller Überzeugung. Lapras. Ich freue mich schon auf Kikli. Kikli ist cool. Kikli hat letztens ein bisschen, also gestern, voll übelst reingehauen manchmal. Also der haut nicht, der tritt, das ist so seine Sache. Treten, das kann er gut. Ein Arto-Traum. Ach, wie schön. Ein Traumauto. So würde ich mein Traumauto nennen. Autotraum, Traumauto. Sie begeben sich in Kampfposition. A! B! Ich möchte ein B kaufen. Aussetzer. Ja, was willst du denn jetzt aussetzen? Vier ziehen. Oh, warte mal. Megakick. Als würde ich den benutzen. Lächerlich. So. Donner. Aber das sieht doch wirklich aus wie dieser Donnerblitz oder dieser Donnerangriff, den Pikachu in der ersten Pokémon-Folge benutzt. Als die ganzen Habitak auf Ash heruntergestürzt kommen. So sieht das aus und das finde ich super. Das ist einfach so eine Säule aus Elektrizität, die so einschlägt. Was mich wieder an die habe ich gar nicht zu Ende erzählt schon wieder. Die Geschichte, die ich geschrieben habe, von Shugokara. Da habe ich einen Sound benutzt bei dieser Verwandlung, der eigentlich, ich habe mir das halt vorgestellt, dass da schlägt so ein Blitz in das Dach vom Gebäude ein, wo die draufstehen und dann verwandelt er sich in dem Moment.
Und das habe ich mir vorgestellt, dieses Leuchten, das dann entsteht und dieser Blitz und so, das habe ich mir vorgestellt wie bei Attack on Titan und genau diesen Sound, wenn dieser Blitz einschlägt, habe ich benutzt. Das ist einfach, ja, es ist ganz anderes Fandom. Aber großartig. Oh, Kaninchen. Sind das eigentlich Kaninchen, die sehen so aus? So ein bisschen. Aber das würde ja bedeuten, dass Nidoking ein großes Kaninchen ist. Nidoking ist kein Kaninchen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass Nidoking kein Kaninchen ist. Das ist ein ziemlich kräftiges Kaninchen. Also, oh mein Gott. Kennt ihr den Osterhasen aus... Wie hieß der Film? Scheiße. Die Hüter des Lichts oder so. War das der Film? War das da, wo der Osterhase vorkommt? So ein Rambo-Verschnitt. Das ist voll cool. Ah. Der Kampf ist vorbei! Ich weiß nicht, ob man das an meinem Shirt sehen kann. Das ist, hier sind so Flausch-Dinger dran. Das ist Flausch Girls Unite. Ich komme immer noch auf mein Outfit nicht klar. Das ist der beste Look, den ich je hatte. Vermutlich. Wisst ihr, früher habe ich mich so einen Scheißdreck um meinen Look gekümmert. Und heute so? Oh yes, Klamotten. Muss ich haben. Wir haben erneut ein... Da, was nehme ich denn da? Ich nehme wahrscheinlich wieder Lapras. Oder nein. Wir nehmen Kikli einfach mal. Und Simsala und Lapras, okay. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich zu hell bin. Aber man soll mein Glitzern ja auch sehen, ne? Ich glitzer schön. Das gefällt mir. Mir gefällt es zu glitzern. Ich mag Glitzer. So, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Turmkick. Schaut euch an, wie der sitzt. Das Geräusch, ey. Die Sounds sind super. Pokémon Stadium hatte echt gute Sounds. Da haben die richtig gut ausgewählt. Oder richtig schöne Sounds gemacht. Ich weiß gar nicht, die kommen, glaube ich, nirgendwo sonst vor. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo in einem Anime oder so, oder in einem Spiel oder andersherum, einen Stock-Sound findet? Den ihr von woanders erkennt. Das ist super. Ich habe mal ein Anime gesehen. Oder zumindest ein paar Folgen davon. Irgendwie zwei oder drei. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da gab es einen Sound, den kannte ich aus Graffiti Kingdom. Für PS2. Und das Spiel kennt ja kein Schwein. Das ist ja... Das ist übrigens ein richtig gutes Spiel. Muss ich unbedingt nochmal LP'en. Habe ich früher gemacht. Hat sich nur gebrannt. Ja, es tut mir leid. Mittlerweile habe ich es ja original. Was ich total geil fand, ich hab mir das aus Australien oder so importieren lassen. Da gab es eine PAL-Version, wo Deutsch als Sprache gab und ich war voll verwirrt. Ich habe das angemacht, als ich das bekommen habe. Hab das in die Konsole reingelegt. Und ich guck so, Deutsch? Das gibt's doch gar nicht auf Deutsch. Ich dachte, das gibt's nur auf Englisch. Ich habe doch auf Englisch gespielt. Scheiße, das gibt's auf Deutsch. Was? Dann war ich voll verwirrt. Ich habe englische LP davon gemacht. Gibt's übrigens nicht mehr. Viele LPs von mir gibt's nicht mehr. Ich habe ja früher mal 2200 Videos oder so auf meinem Kanal gehabt. Und ich habe einfach 2000 davon gelöscht. Warum? Weil ich mit meinem Content nicht zufrieden war. Ja. Ist krass, oder? Ich guck gerade, ob meine Bewegung überhaupt zeitgleich ist mit dem Bild. Ob das deshalb ein bisschen verzögert ist, so wie ich das in einer Aufnahme jetzt gesehen habe in der ersten. Aber egal, ich mache das jetzt sowieso separat. Deswegen ist das okay. Wir haben auf jeden Fall viele Wasser-Pokémon und einen Kleinstein. Was macht man gegen Wasser-Pokémon und Kleinstein? Ich nehme auf jeden Fall Kikli mit wieder. Ich nehme Kikli, Raichu und Simsala. Wird schon passen. Die ersten Turniere sind halt einfach nicht schwer. Krabby! Klingt wie so ein Affe. Klingt wie so ein Pokémon. Aha! So, ich mache nochmal Turmkick. Ich habe übrigens gerade einmal nicht getroffen. Dann fällt das hin. Ja. Kikli hat einen guten Angriffswert. Stimmt.
Blooper. Ja, das ist ja... Voll die Explosion. Wenn ich so über Sounds rede, es gibt einen Film. Es gibt einen Film, den hatte ich mal auf meinem Kanal hochgeladen, so schön illegal. Ja, ist lange her. Zu mehr oder weniger Anfangszeiten von YouTube noch. Das war, ich habe den so zwischen 2008 und 2010 hochgeladen. Also bevor ich LPs gemacht habe. Dann, ich hatte drei Filme auf YouTube hochgeladen. Einmal Wasabi, ein Bulle in Japan. Das ist einer meiner Lieblingsfilme of all time, glaube ich. Der ist super. Ist irgendwie Trash-Film, aber irgendwie auch zu gut für einen Trash-Film. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist kein Trash-Film. Trash-Filme sind so Sharknado oder so. Nee, auf jeden Fall den Film. Dann Crows Zero, das war ein relativ langer, ich glaube, der hat fast 3 Stunden gedauert oder so. Es war ein relativ langer so Film mit Asiaten, die irgendwie Gangs in der Schule haben. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, es gab 2 Dinge, an die ich mich erinnern konnte. Eine Szene direkt am Anfang irgendwie, sind die bei so einer Schulversammlung, keiner passt so richtig auf. Und so ein Typ steht auf der Bühne und ein anderer steht auf einmal auf und so, ey, Fischfresse! Ich weiß gar nicht mehr, warum der gesagt hat, aber... Und dann prügeln die sich halt ständig in dem Film. Und eine andere Szene darin, an die ich mich erinnere, war, dass die Mahjong gespielt haben und einer hat den Tisch umgekickt, wo der andere dann behauptet, ich hatte 13 Waisen, du Arsch! Irgendwie sowas. Und das ist eigentlich alles, woran ich mich in dem Film erinnern kann. Aber ich fand den gut irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Ich bin schon wieder hingefallen. Hat mir einen KP abgezogen. Der wurde übrigens voll spät erst abgezogen, habt ihr das gesehen? Spul zurück. Blubstrahl, meine Initiative sinkt. Oh nein! Was singt die denn? Last Christmas. Das war nicht gut, Entschuldigung. We are sinking. We are sinking. What are you thinking about? Oh, nee. This is the German Coast Guard. What are you thinking about? Oh, nee. Ich habe früher so Werbung, so Werbespots immer gesehen, die waren so lustig. Das mit der Pepsi und dem Kloster, das war cool. Dieses, nicht Kloster, dieses Shaolin-Kloster, dieses mit diesen Mönchen, das ist voll geil gewesen. Wo haben die alle so ein Symbol auf dem Kopf? Ich war irgendwo anders stehen geblieben gerade, aber die hatten dann so ein Symbol auf dem Kopf. Und dann sitzen die da alle, der eine Typ wird da als Kind irgendwie aufgenommen, geht da hin, wird aufgenommen, macht dann dieses ganze harte Training mit und dann sitzt der da. In so einer Runde mit den ganzen anderen, der Meister steht davor oder sitzt vor ihm. Dann haben die da nach irgendeinem Kampf oder so alle so eine Pepsi-Dose vor sich. Und die warten darauf, dass er irgendwas macht. Und er guckt sich um, schaut so auf so eine Fahne, so eine Flagge, die da hängt oder so. Dann guckt er dieses Symbol an, guckt auf die Flasche und dann ist das dieser Verschluss. Und dann haut er die mit dem Kopf, haut er so die Flasche platt. Und dann guckt er nach oben und hat dann das Symbol auf der Stirn, so wie alle anderen. Das ist voll gut. Ich war irgendwie bei Sounds. Und bei dem dritten Film, das war halt einfach das ist ein Trash-Film, das war Dead or Alive. Der Dead or Alive-Film ist halt von der Kampfspielserie da, Reihe. Für PlayStation-Zeug. Und Xbox und wofür es das noch so gab. Ihr wisst, was ich meine. Dead or Alive, da gab es einen Film, der war wirklich Trash. Und da gibt es eine Szene, wo ein Charakter einen anderen tritt. Also es passiert öfter, die kämpfen da halt. Aber da gibt es diese eine Szene, wo ein Charakter einen anderen tritt. Und die haben sich wirklich... Da war irgendjemand der festen Überzeugung, wir brauchen einen Sound. Was nehmen wir dafür? Ja, ein Shotgun-Geräusch, das ist gut. So richtig mit Nachladen, so. Beim Treten, ey, voll gut. So, hä? Was war das denn jetzt? Das ist mir aber auch erst aufgefallen, als das jemand in den Kommentaren irgendwie gesagt hat. Mittlerweile sind die Filme natürlich alle schon lange gesperrt. Aber es, also auf dem Kanal so, ist alles weg. Den Strike habe ich davon auch schon lange nicht mehr. Aber ohne Witz, das war so lustig. Shotgun-Geräusch, wieso denn? Was sollte das? Verstehe ich gar nicht. Los, Raichu! Ich komme da nicht drauf klar. Ich habe da neulich auf der Arbeit so random dran gedacht, was war das eigentlich für ein Quatsch? So. Per se. Das ist per se. Ich weiß gar nicht, wann man dieses Wort benutzt. Per se.
Rauchwolke. Nein, ich hab doch schon nicht getroffen. Jetzt kommt die Rauchwolke und ich treffe, pass auf. Ist das denn jetzt so, wenn man das Pokémon wechselt, sind diese Statusveränderungen zurückgesetzt oder ist das dann immer noch so? Daran habe ich bis jetzt, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ist das jetzt so oder nicht? Wie kommt denn das? Das kommt von oben und das trifft immer noch nicht. Es kommt von links, dann von rechts, dann von oben, dann von unten. Und dann in den Mund. Irgendwie sieht Sepa so ein bisschen pervers aus. Vielleicht weiß ich nicht. Aber das hat diesen so... Ne? Diesen Mund. Der sieht aus wie so. Es tut mir leid. Ich nehme jetzt noch ein Stück Schokolade. So. Donnerwelle. Donnerwelle, ob ich jetzt überhaupt treffe? Blättertanz. Blättertanz ist voll die coole Attacke irgendwie. Keine Ahnung, die sieht hübsch aus. Die ist rosa. Ha! In dem Spiel zumindest. Okay, mach nochmal Donnerwelle. Ich möchte jetzt damit treffen, verdammt nochmal. Die Befehle wurden erteilt. Mal baut. es ist paralysiert. Da stand aber, es fuchtelt wild in der Gegend herum. Es ist gleich verwirrt. Ich kann mit Raichu nicht so viel anfangen gerade. Ich muss unbedingt das Pokémon wechseln. Ja, rasant. Ich muss Simsala nehmen, weil Lapras würde sterben, wenn es den Blättertanz abbekommt. Der Angriff ist halt wirklich stark. Simsalat. Es ist vollständig paralysiert. So. Psystrahl. Ja, das tun sie. Auch wenn er mehr nach einem Kämpfer aussieht als so eine kleine Topfpflanze. Bums. Schlafpuder, nein! Ich hasse es. Aber ich werde trotzdem Simsala drin behalten. Der Gegner ist paralysiert und hat 18 KP. Was will der mir antun? Ich muss erstmal aufwachen. Ich bin ja generell eigentlich schneller. Wenn ich aufgewacht bin, darf ich danach nochmal angreifen. Der darf gerade auch nichts tun. Das finde ich gut. Ich habe doch gerade so voll erotisch diese Schokolade gegessen. Ich habe ja eigentlich einen Voice Changer. Den benutze ich gerade nicht. Offensichtlich. Ich könnte ihn benutzen. Aber ich finde es immer wieder lustig zu merken, dass ich eine richtig extrem hohe Stimme zustande kriege. In ganz bestimmten Momenten. Die ich nicht brauche. Also, jetzt mal im Ernst. Ich würde gerne hoch singen. Das würde ich gerne. Das könnte ich gebrauchen. Aber erklär mir einer, warum ich stöhnen kann. Als wäre ich eine minderjährige asiatische Teenagerin. Minderjährige asiatische Teenagerin, das macht keinen Sinn. Ihr wisst, was ich meine. Das verstehe ich halt nicht. Ich habe diese Begabung, diese Töne herauszubringen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann das. Das ist so Secret Talent. Ich weiß nicht wozu. Wozu das gut ist. Und warum ich das kann. Aber ich kann's. So, ich bring dich jetzt um. Es hat gesessen, ist gestorben. Das Publikum hat bei dem Treffer gar nicht so gemacht. Sondern erst jetzt. Sie jubeln. Sie jubeln. Sie bejubeln mich. Ich merke übrigens immer wieder, dass Licht extrem wichtig ist, um
ein gutes Bild zu haben. Ich meine, ich bin voll überbelichtet eigentlich, aber ich habe eine viel glattere Haut und alles kommt viel besser zur Geltung und so, wenn ich angestrahlt werde. Selbst meine Zähne sind nicht so ungepflegt im Licht. Weil eigentlich habe ich nicht die schönsten Zähne tatsächlich. Warum auch? Ich habe mich viele, viele Jahre lang einen Scheißdreck um meine Zähne gekümmert. Also, ich finde gut, dass sie jetzt nicht so extrem schlimm aussehen in dem Licht. Weil sie sehen normalerweise schlimmer aus und ich schäme mich dafür. Aber tatsächlich kann ich das mit vernünftiger Beleuchtung einfach so voll egal. Es ist mir wurscht. Kann man sehen. Kann ich auch zeigen. Kann ich sagen? Und es ist dann ist fast toll, wenn ich mich grinsen sehen kann. Ich mag es. Es macht tatsächlich viel mehr Spaß zu grinsen. Wenn... Wie soll ich das sagen? Es macht mehr Spaß zu grinsen, wenn man nicht komplett wie Scheiße aussieht. Und da ist Lapras. Was das jetzt mit dem anderen zu tun hat, ich weiß es nicht. Oh, Zubat. Das Einzige, was unendlich ist. Die Menge von Zubat, also nicht das Einzige, aber eine von den Dingen, die unendlich ist. Menschliche Dummheit und die Menge der Zubat in einer dunklen Höhle. Das ist so dieser ikonische Spruch von dem. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Welch furioser Blitzstart. Ja, ist egal. Ich spreche dem jetzt nicht alles nach. Ring frei für Nebulak. Ich kann diese Stimme so gut eigentlich nicht. So. Eigentlich klang er schon sehr ähnlich. Und das sage ich nicht so nach. Es ist verwirrt. Ich spreche dem jetzt alles nach, pass auf. Wie kommt denn das? Mitten ins Schwarze. Oh mein Gott. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Ja, ich lasse es. Ihr wisst, was ich meine. Ich synchronisiere gerne. Ich möchte mal so richtig was synchronisieren, aber ich habe kein... Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich kann nicht lip-synken. Das ist fürchterlich. Ich bin da nicht gut drin. Ich bin da wirklich nicht gut drin. Ich habe das mal probiert und ich bin voll übel gescheitert. Ich glaube, ich könnte kein... Das hat keine Flügel! Glurak kann in der ersten Gen nicht fliegen lernen. Ich meine, es kann in dem Spiel fliegen aus irgendeinem Grund. Man konnte es ihm noch nicht beibringen in den Editionen, aber... What the fuck ist dieses Dodu? Das ist ein Vogel, ich weiß, aber... Die haben keine Flügel, wie hebt das ab? Los, Eisstrahl, mach die 222 KP mal ganz schnell zu Null. Irgendwie hat Flug voll viele Schwächen. Eis, Gestein, nicht Boden, nicht verwechseln. Eis, Gestein, Elektro, bestimmt noch mehr. Und wenn es dann noch ein Normaltyp ist, kannst du auch noch, keine Ahnung, Kampf benutzen. Glaube ich. Ich glaube, das ist dann auch noch ganz gut. Weil die meisten Flugtypen in dem Spiel sind Normal-Pokémon. Also zumindest die wirklich als Flug-Pokémon gedacht sind. Also als Haupttyp Flug. Also sowas wie Habitak, Ibitak, Taubsi, Tauboga, Taubos. Sowas in der Richtung. Ich meine, es gibt in jeder Gen irgendwelche Vogel-Pokémon, die irgendwie normal Flug sind. Warum? Mach doch mal was anderes. Weißt du, Schwalbini. Warum denn? Da fand ich hier dieses komische Feuervogelvieh aus der 6. Gen eigentlich ganz cool. So, wir haben Dratini. Und wir haben... Ich nehme einfach erstmal wieder Simsala. Simsala ist echt gut. Dann nehme ich für die ganzen Pflanzen in dem Team, das sind eigentlich nur zwei, nehme ich mal Glurak mit. Das ist vielleicht eine dumme Idee, aber... Und dann wahrscheinlich Raichu. Weil Raichu kann Elektroattacken für die zwei Wasser-Pokémon, die in dem Team sind. Ich möchte wirklich nicht verlieren, aber bis jetzt passiert da auch noch nichts. Die Kämpfe werden erst später so richtig anstrengend. So, wir benutzen erstmal Psystrahl. Mir fällt gerade auf, dass Simsala Reflektor kann. Reflektor erhöht ja den normalen Verteidigungswert sozusagen für irgendwie 5 Runden.
Und das ist eigentlich voll. Oh nein, es wird vergiftet. Jetzt muss ich so ein Pokémon Center bringen und wird es an die Wand geklatscht. Es zeigt keine Wirkung. Nein, das ist eigentlich Quatsch. Eigentlich zeigt das Wirkung, ist nur daneben gegangen. Das war aber komisch jetzt. Eigentlich sollte es vergiftet werden können. Ich glaube, das Spiel war noch nicht so ausgereift. Der nächste Kämpfer heißt Tachaten. Bei Naruto gibt es doch Tenten. Die nenne ich immer Twenty. Ja, 10-10 halt, ne? Ah, macht er. Oh, 22. Jetzt kommt wieder Toxin. Pass auf, das trifft jetzt. Ich sehe es kommen. Warum hat das keine Wirkung? Ich sehe gerade den Sinn dabei nicht, dass es keine Wirkung hat. Seht ihr da den Sinn? Ich nicht. Weißt du, mein Angriff macht den voll kaputt. Und ich bin mir sicher, Simsala kann vergiftet werden. Und auch mit Toxin. Aber warum trifft das nicht? Warum hat das keine Wirkung? Das ist doch kein Gift-Pokémon. Selbst können Gift-Pokémon vergiftet werden? Ich weiß gar nicht. Also in der Gen meine ich. Normalerweise geht das auch sogar, oder? Weiß ich gar nicht. Ich bin verwirrt. Es ist verwirrt. Er ist verwirrt. Sie ist verwirrt. Tschüss. Das war's? Oh, Entschuldigung. Das habe ich irgendwie jetzt nicht so... Das war irgendwie antiklimaktisch. Das war jetzt nicht so besonders. Das war... War das schon der letzte? Oder war das der vorletzte? Der vorletzte, oder? War das Halbfinale? Oder war das Finale? Das war das Halbfinale. Okay, ein Kampf kommt noch. One battle left. Pokémon Cup! Yay! Was ist mit diesem Dick da falsch? Guckt euch das an. Das sah aus, wie als hätte das so Goldfolie um sich rumgewickelt. Wir haben Flamara, das Marafla heißt. Oh, ich nehme eine Aquana mit. Das muss sein. Wir haben... Ich nehme Kikli mit. Die krepieren voll, wenn ich Kikli dabei habe. Ich glaube, in dem Kampf habe ich Kikli hauptsächlich benutzt letztes Mal. Also gestern. Aquana. Schlurpus! Hydropumpe. Bumm. Warum treffe ich denn nie? Warum ist Hydropumpe immer so bäh? Aquana hat voll viel HP. Aquana ist generell das Beste von den Anfangsstartern, aber ich fand Aquana immer irgendwie hässlich. Aber eigentlich ist Aquana voll cool. Ich fand dieses Ding um den Hals, sagte der mit so einem Ding um den Hals. Wo so ein Kettchen, wo so ein Schloss dran hängt. Ja, ich bin komisch, tut mir leid. Er sieht nur aus wie bei so einem Clown oder so. Oder wie so eine Halskrause. Das kann sich jetzt nicht putzen. Das hat sich erstmal das Schwänzchen voll ins Gesicht gehauen. Das hat fast 100 KP abgezogen. Stellt euch das vor. Ach, das ist der Typ. Ja, genau, der macht immer so... Kreideschrei und verwirrt uns dann und dann sollen wir uns selber kaputt machen. Es gibt hier ja noch keine Angeberei. Das ist voll der gute Move eigentlich. Heilige Mutter Gottes. Das waren über 100 KP. Kaputt? Was? Achso, Verteidigung gesenkt. Ja klar. Das war dumm. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war dumm. Welches Pokémon ist schnell? Kikli. Kikli macht den sowieso voll fertig. Ohne Spaß. Kikli ist so stark. Und effektiv. Vor allem. Ich benutze jetzt ein... Wenn ich jetzt wüsste, wie hoch die Dingens sind. Ich benutze jetzt mal einen Fegekick. Ich glaube, der hat eine viel schlechtere Genauigkeit. Aber der Sound ist auch gut, glaube ich. Das macht so... Ich war schon immer einer, der sich für Sound Dings
Bums, für Sounds halt begeistern konnte. Ich mochte auch immer sehr bei Super Smash Bros. Brawl, war das? Mit Ike. Wenn Ike diesen einen Schlag gemacht hat, dieses richtig tiefe Bumm, dieser Knall. Ihr wisst, was ich meine, oder? Da gab es einen so einen Sound, wenn der zugeschlagen hat. Oder mehrere, glaube ich, wenn der zugeschlagen hat. Diese richtig heftigen. Die waren richtig cool, die Geräusche. Ein Spiel wäre nur halb so gut, wenn der Sound nicht stimmen würde. Das ist einfach so. Also ich komme mit dem Pokémon auch nicht weit. Simsala, damit komme ich eigentlich auch nicht weit, wenn ich genau überlege. Weil das ist Vieh ja auch Psycho. Das Vieh ist ein Psycho, Alter. Guck dir das an. Aber ich muss jetzt schnell handeln. Konfusion. Ja, das wäre sowieso ziemlich böse ausgegangen. Also das macht jetzt nichts. Es kann mich verwirren. Passiert aber nicht unbedingt. Was macht denn Psy-Kraft? Hab ich vergessen. Nichts Besonderes, glaube ich. Spezialangriff senken oder so. Für einen schwachen Treffer finde ich das ganz in Ordnung. Stärke? Ah, guck mal, ein Grafikfehler. Ja, damit muss man jetzt leben. Das ist eine Emulator-Version. Das kann ich jetzt nicht beheben. Das ist aber okay, finde ich. Zack. Bereit für den nächsten Angriff. Boah, früher, als ich Pokémon Stadium das erste Mal LP'd habe. Im Jahre 2010. Ne, ist sehr, sehr lange her. Ihr merkt schon. Da hatte ich ja nur 173 Folgen. Weil ich keine Stundenparts machen konnte oder länger. Ich musste das alles in 10-Minuten-Parts schneiden. 10 Minuten. Später irgendwie 15. Das war früher sowieso total bescheuert. Du konntest halt keine Videos hochladen, die größer oder länger waren als eine bestimmte Zeit. Ich habe dann irgendwann bei Blip TV einen Kanal gemacht, wo ich dann 3 Stunden lange Videos hatte. Weil es ging. Es war dann einfach ein langes LP in einem Stück oder so. Wobei, habe ich die Mega Man Spiele damals? Ich habe irgendwie 5 Mega Man Spiele oder so gespielt, die ich auf Blip TV hochgeladen habe. Halt die Game Boy Spiele alle. 1, 2, 3, 4, 5. Und die haben mich aufgeregt. Also richtig aufgeregt. Ist das nicht der letzte Kampf? Warte mal. Ja, das ist mein letzter Angriff. Leute, ich benutze Hyperstrahl. Der geht daneben, pass auf, der hat 90% oder so. Attacke! Boom! Yes! Besiegt! Ich möchte gern diese Sounds, also den Sprecher, in unkomprimiert hören. Es wurden ja, das habe ich gestern auch mal erwähnt, das habe ich auch schon mal in einem anderen LP erwähnt, es wurden irgendwie dieses Jahr die unkomprimierten Sounds von Lylat Wars gefunden, irgendwo. Die wurden dann geleakt. Und das Beste war, die haben ja irgendwie bei dem Remake für 3DS noch behauptet, sie hätten die alten Sounds nicht mehr. Aber irgendjemand hat die dann gefunden und auf YouTube hochgeladen. Die unkomprimierten Voice-Files von Lylat Wars. Das sind wie 25 Minuten Text, den die da reden. Das ist voll geil. Habe ich mir mal alles angehört. Und Slippy erkennt man nicht wieder. Ist total krass, wie unterschiedlich diese Stimmen klingen. So, und ja, ihr hört meine Stimme. Ich werde jetzt mal eben... Kann ich mal eben da so dran, so ein bisschen so? Ja, forgot. Forgot. Komme ich da überhaupt hin? Ah, guck mal, da ist das Spiel mal eben pausiert. Schieb's mal eben zur Seite. Wo ist das denn? Da. Da habe ich es gefunden. Mein Bild ist eingefroren. Okay. Das sah richtig komisch aus. Ist mein Ton jetzt schon anders? Warte mal eben. Ändere Voice Change. Nein, okay. Ah, noch nicht ganz. So, jetzt bin ich ja normal.
Okay, lassen wir das mal so. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Stadium. Bis dahin.